Ja, gleich vorweg, dieses Video ist wirklich absolut kein Clickbait, sondern mich erreichen mittlerweile schon mindestens einmal die Woche irgendwelche E-Mails, dass ich irgendwelche Werbung schalten soll auf meinem Kanal. Und in meiner Größe von meinem Kanal betrifft diese Summen so zwischen 600 und 1200 Euro. Was heißt das genau, oder beziehungsweise warum verzichte ich auf diese 600 bis 1200 Euro, obwohl ich die in dieser Zeit eigentlich super gut gebrauchen könnte? Ja, will ich mal ein wenig erklären. Also grundsätzlich, um was für E-Mails handelt es sich? Es sind so E-Mails für Banking-Apps, es sind E-Mails für Spiele, irgendwelche anderen aus dem App Store und auch sonstige Sachen, also sprich irgendwelche China-Shops, die sagen, halte mal mein Produkt in die Kamera und ja, dann kriegst du dafür Geld so ungefähr. Also nicht nur das Produkt geschenkt, sondern kriegst da wirklich Kohle für. Und ja, auf diese Dinger verzichte ich absichtlich oder wissentlich, obwohl ich es eigentlich sehr gut gebrauchen kann. Der eine oder andere, der mir schon länger folgt, der wird sich wahrscheinlich noch an diese immer noch bestehende Corona-Krise erinnern. Und am Anfang dieser Krise habe ich ja gesagt, dass wir nicht arbeiten dürften. Wir hatten also eigentlich einen vollen Terminkalender, aber haben im Prinzip jetzt die letzten, also jetzt nicht die letzten, sondern wo das anfing, das Ganze, haben wir 4,5 Monate gar nicht arbeiten dürfen, weil, wie gesagt, einfach, naja, das Brautpaar ruft mich an und sagt, hallo, wir haben 150 Leute, wollen eine Hochzeit feiern, wir dürfen nicht. Ja, und dann stehst du dann da. Das war also quasi ein Berufsverbot, den wir auferlegt bekommen haben. Mittlerweile geht es jetzt so langsam wieder los, aber, naja, guck mal da draußen, es ist Herbst und die Saison ist eigentlich schon wieder komplett am Arsch, also komplett vorbei. Und jetzt sieht es auch nicht gerade wirklich sehr rosig aus für die nächsten 6 Monate, weil ja die Leute einfach Panik haben. Letztens rief mich noch eine Dame an, 60. Geburtstag, so ein Klassiker, also das ist ja das, was wir hauptsächlich machen, 60. Geburtstag, 50. Geburtstag, Hochzeiten, Firmenfeiern oder sonst was, Firmenfeiern, oder ich habe mit vielen Firmen gesprochen, die haben gesagt, hör mal, wir verschieben komplett auf nächstes Jahr, selbe Datum, selbe Stelle, selbe Welle, alles gut und schön, alles toll. Gesagt, hilft mir nächstes Jahr, hilft mir aber jetzt nicht. Und bei anderen Geburtstagen war es halt eben so, dass sie entweder komplett abgesagt worden sind oder halt eben auch komplett um ein Jahr verschoben worden sind. So, und dann habe ich am Anfang dieser Corona-Krise ja gemacht, habe ich ja dieses tolle Schild in die Kamera gehalten und gesagt, Hilfe, helft mir doch einfach mal ein wenig. Und nicht so, ich will euer Geld und ich freue mich, dass ihr mir helft, sondern ich habe immer gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir etwas spenden, und das ist völlig freiwillig, das muss keiner machen. Ich weiß, jeder hat seine eigene Krise teilweise zu Hause. Wer Bock hat, der konnte mir was spenden, und das haben auch einige gemacht und auch viele gemacht. Und ich habe auch weiterhin gesagt, wenn ihr Bock habt und mich unterstützen wollt und diesen Kanal unterstützen wollt, weil das halt eben auch super, super, super viel Arbeit ist, dann könnt ihr mal ein Merch kaufen, kauft meine Grillzange, kauft meine Grillschwerter, kauft meine T-Shirts, kauft meine Messer, keine oder sonst was. Und das kam auch sehr gut an. Super, wie gesagt, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Da möchte ich mich mega für bedanken. Wie gesagt, ich habe meine Arbeit einfach nur ein wenig verlagert, konnte dadurch viel Merch produzieren und konnte euch einen Zusatznutzen geben. Das heißt, ihr habt nicht einfach nur Geld gespendet, sondern ihr hattet den Zusatznutzen davon, dass ihr geile Grillschwerter habt, geile Messer, geile Grillzangen und. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich doch eigentlich jetzt gerade so wenig Geld verdiene, warum ich denn auf diese lukrative Möglichkeit verzichte? Kann ich euch ganz einfach sagen, ich bin eigentlich auf diesem Kanal, den es ja jetzt schon über 12 Jahre gibt es den jetzt, glaube ich, schon habe, immer sehr transparent gewesen. Das heißt, wenn ich etwas gesponsert bekommen habe, zum Beispiel für den Bastelkanal, habe ich mal eine Kooperation mit Milwaukee gemacht, habe ich auch da transparent dargelegt und habe gesagt, hallo, ich darf dieses Gerät behalten und muss dafür ein Video machen, und ich kann das Ding auch eh gut gebrauchen und das Ding ist auch geil. Also solche Kooperationen mache ich dann hin und wieder auch, bin aber dann wirklich so ehrlich und auch so transparent, dass ich sage, hör mal, wenn ich sowas in die Hand bekomme und darf es hinterher auch noch behalten oder darf damit machen, was ich will, rein theoretisch kann ich es auch verkaufen, dann mache ich sowas. Mache ich aber eigentlich auch sehr, sehr selten, und viele, die mir schon sehr lange oder auch über Jahre hinweg schon folgen, die werden das auch schon gemerkt haben, dass ich es bei mir mit Werbung immer ja, sehr dezent halte. Jetzt werden einige wieder sagen, ah, der schaltet aber so viel Werbung in seinen Videos. Leute,
das ist Werbung, die ich nicht beeinflussen kann. Klar, ich kann Werbung anschalten oder ich kann Werbung auch ausschalten, aber letztendlich regelt YouTube das Verhalten, wie Werbung geschaltet wird. Ich spoiler mal, ihr könnt einfach einen Adblocker installieren, dann seht ihr gar keine Werbung. Das wäre Möglichkeit Nummer 1. Wie gesagt, so transparent bin ich auch. Möglichkeit Nummer 2 ist, ihr nehmt YouTube Premium. Kostet irgendwie was mit 11,99 im Monat so ungefähr und dann sind alle Videos auf komplett YouTube werbefrei. Möglichkeit Nummer 3 ist, ihr könnt einfach mit der Werbung leben, wobei ich immer noch finde, oder beziehungsweise der Algorithmus von YouTube so schlau ist, dass er sagt, also wenn ihr, sag ich mal, 10 Videos auf YouTube guckt, werdet ihr nicht bei jedem Video 10 Mal Werbung sehen. Was völliger Quark ist. Das heißt, man wird einfach nur so hier und da wird mal Werbung eingeblendet und das finde ich auch völlig okay. Das heißt, für den einzelnen Nutzer, der sagt, hör mal, mich juckt Werbung null, der lebt da halt eben mit, dass er mal ein paar Mal Werbung sieht. Die anderen, die da nicht mitleben wollen, die müssen halt eben sich YouTube Premium nutzen und es ist dann werbefrei. Zusätzlich bei YouTube Premium ist noch sogar noch, dass man das Ganze auch noch offline, also sprich runterladen kann, die Videos, was sonst halt eben so nicht geht. Gibt es da sonst noch einen Vorteil? Weiß ich jetzt noch nicht. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, warum ich denn jetzt auf dieses lukrative Geschenk verzichte, dass ich keine Werbung mache. Bezahlte Werbung für irgendwelche Banking-Apps oder sonst was. Das sind solche Werbeaktionen, das habt ihr mit Sicherheit in anderen Videos schon mal gesehen. Das sind so 60 bis 90 Sekunden, die man in sein Video einbauen muss und muss sagen, diese fancy App hier, die ist voll mega geil und dann kriegt er 1000 Euro für. Hört sich erstmal super viel an, finde ich aber komplett assi und nervig, weil ich das selber nicht sehen will. Mich stört das teilweise bei anderen Videos auch. Bei anderen Kanälen, die ich gucke und vorher kommt eine Werbung, weiß ich, alter Schwede, der steckt da richtig viel Arbeit und auch Know-how rein in diese Videos. Finde ich okay, dass er davor und in der Mitte und vielleicht auch am Ende Werbung schaltet. Und diese Werbung von YouTuber-Gesicht, die ist ja noch aushaltbar. Das sind ja jetzt nicht 90 Sekunden, sondern das sind teilweise 10, 15 oder teilweise sogar nur 5 Sekunden. Und finde ich, da kann man mit leben. So, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, um dann mal wieder darauf zurückzukommen, warum ich extra keine Gelder annehme für diese irgendwelche Apps, die ich da nicht promoten will, weil ich auch finde, dass die nicht zu diesem Kanal passen, ist, dass ich die Mitgliedschaft einführen möchte. Diese ist wiederum auch wieder völlig komplett freiwillig. Es wird wahrscheinlich alles Mögliche, was man hier sonst auf dem Kanal zu sehen bekommt, auch weiterhin sehen können. Ich weiß noch nicht, ob ich noch Zusatzvideos, wenn ich es denn schaffe, würde ich mit Sicherheit auch so Behind-the-Scenes-Videos extra nur für Mitglieder machen. Es gibt zwei Stufen, einmal, ich glaube, 5,99, einmal 10,99 oder 4,99 oder 9,99, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall werde ich auch die User in den Videos auch erwähnen. Also sprich, da kommt rattert dann so eine Liste durch für alle, die mich dann unterstützen. Denn nur mal so als kurzes Beispiel am Rande, wenn ich ein Video produziere und ihr seht das, und das ist 7 bis 10 Minuten lang oder wie auch immer, dann seht ihr eigentlich nur 20 bis 30% der kompletten Arbeit, die ich in dieses Video reinstecke. Denn es sieht zwar immer super easy, leicht und fancy aus, aber im Vorfeld ist super viel Recherche notwendig. Welches Video kann ich drehen? Was ich meine, was ihr sehen wollt, welches Rezept ist gut umzusetzen, und ich versuche immer noch grundsätzlich meinen eigenen Touch hineinzubringen, dass ich sage, ich probiere das Rezept einfach mal anders aus und muss teilweise einige Rezepte und auch Gerichte vorkochen, damit ich hinterher weiß, was mache ich da überhaupt, wenn ich es noch nie gemacht habe, so ungefähr, denn ich bin ja auch nicht allwissend. Und die Schwierigkeit als YouTuber, die da noch hinzukommt, ist, man muss das auch noch videotechnisch aufbereiten. Das heißt, wann zeige ich was und wie zeige ich was. Das sieht in dem Video immer super fancy einfach aus, aber es fängt an mit, filme ich jetzt, ob ich die Verpackung aufreiße, filme ich es nicht, ist es schon ausgepackt, ist die Zwiebel schon geschnitten, ist sie nicht geschnitten und jeder, der auch nur ansatzweise mal ein Video gedreht hat, der wird wahrscheinlich mich verstehen und nachvollziehen können, wie viel Arbeit in sowas reinfließt. Hinzu kommt noch, wenn das Video denn dann gedreht ist, dann müssen diese beiden Videospuren und Tonspuren noch synchronisiert werden, was auch noch super aufwendig ist. Das heißt, allein der Import dieser ganzen Dateien, der dauert auch nochmal sehr lange, plus dieses ganze Synchronisieren, zum Beispiel bei diesem, wie hieß das noch, das Big Mac, das Simson Big Mac Rennen, das haben wir mit 5 Kameras gedreht und ich habe alleine schon, ich glaube, 4 Stunden gebraucht, nur um diese 5 Kameras zu synchronisieren. Das heißt, da habe ich noch nicht mal angefangen zu schneiden. Da sind also manche Projekte, die
sind mega aufwendig und das kriegt ihr als Zuschauer oder sollt ihr als Zuschauer ja auch gar nicht mitbekommen. Aber das ist halt eben die Leute, einige wissen das halt eben, dass das viel Arbeit ist. Hinzu kommt noch, nach dem Schneiden kommt noch dieses ganze Zusatzmaterial, dass ich die Rezepte komplett für den Download freigebe. Die muss ich auch noch schreiben. Das mache ich, wie gesagt, alles noch selber. Ich habe da kein Personal, was das für mich ganz toll macht. Und ihr könnt dann dieses Rezept runterladen, ihr könnt es ausdrucken, ihr könnt es in die Küchenschublade legen und sagen, ah, wenn ich nächstes Mal Burger Buns mache, dann ziehe ich mir mal eben das Rezept raus und kann das dann eben easy peasy nachmachen. Ja, dann habt ihr mal so einen ganz kurzen, groben Einblick mal, wie viel Arbeit es ist, einfach nur ein YouTuber zu sein. Ja, und deswegen, wie gesagt, deswegen verzichte ich gerne auf diese ganzen Banking und sonst was Apps, weil ich finde, die passen da irgendwie nicht hier auf diesen Kanal und will das Ganze auch transparent machen. Und obwohl es uns echt finanziell nicht gerade sehr ganz rosig geht, weil, wie gesagt, wir eigentlich nicht arbeiten dürfen, immer noch, oder nicht in dem Ausmaß, wie wir es denn gerne würden. Denn wenn ich 50 Leute mache, verdiene ich natürlich nur ein Drittel von dem, als wenn ich 150 Leute mache. Und das ist normalerweise so eine Größe von, sag mal, unser Normalfall für Caterings liegt so zwischen 80 und 200 Personen ungefähr. Bei Firmen-Events ist es teilweise so noch erheblich mehr, denn wir machen auch riesen, hat der eine oder andere mit Sicherheit schon mal gesehen, wie wir für die LVM 3000 Currywürste in 6 Stunden machen, wie wir 500 Testesser für die Firma Würth hatten und. Und das sind die Events eigentlich, sag ich mal, wovon wir leben und auch wovon wir überleben. Und das ist alles so dieses Jahr weggebrochen. Nur mal, um das Ganze in Hausnummern zu verpacken. Wir haben dieses Jahr knapp 60 Events, die wir nicht durchführen konnten. Um das in Zahlen auszudrücken, wenn man im groben Durchschnitt einfach nur mal 1.000 Euro nimmt als Umsatzzahl, dann sind das 60.000 Euro, die mir jetzt dieses Jahr einfach flöten gegangen sind. Die sind einfach weg. Die kann ich nächstes Jahr auch nicht aufholen. Das ist albern. Die Kosten für die Fahrzeuge, für und. Dieses ganze Geraffel, die laufen aber dennoch weiter. Ja, dann ist das Problem, was alle anderen auch haben, neben mir, die ganzen Schausteller, die ganzen Messebauer, die ganzen Clubs, die ganzen Künstler und. Sagt, ihr kennt die Misere und seid froh, wenn ihr nicht in einem dieser Gewerke arbeitet und ihr euch noch einen festen Job habt, wo ihr noch regelmäßig einen guten Lohn bekommt. So, jetzt wieder einmal ganz kurz zurück auf die Mitgliedschaft. Wer Bock hat, kann Mitglied werden. Wer keinen Bock hat, kann es gerne lassen. Der kann die Videos auch trotzdem so gucken. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Videos teilweise für die Mitglieder einen Tag vorher freischalte und vielleicht noch so ein paar Zusatzgimmicks. Da arbeite ich gerade noch an dieser ganzen Story oder dieser ganzen Geraffel hin und her. Der kann das machen, der kann mich da unterstützen mit. Das hat halt eben noch diesen Zusatznutzen dafür, für die Mitgliedschaft, und ihr verzichtet natürlich auf diese Werbung, die ich nicht machen will. Ja, das einfach nur mal so am Rande, damit ihr mal weiß oder wisst, was hier auf diesem Kanal so abgeht und wie es in Zukunft denn weitergehen soll. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video dann schon mit irgendwas Leckerem. Sehen wir uns dann schon wieder. Bis dahin. Oh, tschüss.